Unser heutiger Studiogast ist Veronika Perntaner. Sie ist die Geschäftsführerin des Salzburger Amateurtheaterverbandes. Liebe Veronika, könntest du vielleicht für unsere Zuseher mal erklären, was dieser Amateurtheaterverband ist und welche Ziele er so verfolgt? Ja, der Salzburger Amateurtheaterverband ist die Dachorganisation der außerberuflichen Theater, also Amateurtheater, Kinder- und Jugendtheater und auch freie professionelle Gruppen sind bei uns Mitglied innerhalb der Landesgrenzen Salzburgs. Das sind ungefähr 100 Mitglieder jedes Jahr und die haben wir zu betreuen. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt, einerseits haben wir hier im Haus eine Theaterbibliothek mit mehreren tausend Theaterstücken und Büchern über Theatertheorie. Und hier läuft auch die Betreuung, Beratung der Gruppen ab für Stückeauswahl und rechtliche Betreuung, rechtliche Beratung und so weiter. Dann haben wir Fortbildungen, die wir für unsere Gruppen anbieten in verschiedenen Bereichen des Theaters. Dazu kommt dann die Herausgabe einer Theaterzeitung, Monatsblatt Rampenlicht, ist ein Spielplan drauf und verschiedene Informationen, die an Mitglieder, aber auch an Theaterinteressenten im In- und Ausland ausgeschickt wird, gratis. Eine Vernetzung findet in der Website statt. Es sind alle Theaterensembles, befreundete Ensembles und unsere Mitglieder miteinander vernetzt. Da gibt es auch den täglich aktuellen Spielplan. Dann geht es auch um Vernetzung von Theatern außerhalb Salzburgs, in Österreich, aber auch internationale Vernetzung. Es gibt ja auch einen internationalen Amateurtheaterverband, IATA AITA heißt es. Und hier finden große internationale Veranstaltungen statt. Und hier sind auch wir Veranstalter. Wir veranstalten biennal ein großes internationales Theaterfestival, heißt Abtenau ist Bühne, aber auch kleinere Veranstaltungen. Das eine ist das Kindertheaterfestival Simsalabim mit dem langen Tag des Kindertheaters im Lungau, das auch grenzüberschreitend stattfindet. Und dann gibt es noch unterschiedliche Veranstaltungen für unsere Mitglieder, wo wir auch dafür sorgen, dass die Salzburger Amateurtheater, Kinder- und Jugendtheater miteinander Theatertage erleben, wo man auch einander zusieht und so weiter. Und wie bist du dazu gekommen? Ich habe ganz normal vor vielen Jahren begonnen, in einem Amateurtheater mitzuspielen, das Theater Abtenau. Das hat schon das 30-jährige Jubiläum jetzt hinter sich. Da kam ich als Amateurschauspielerin dazu. Ich wurde eingeladen mitzumachen und habe damit mich mit dem Theatervirus infiziert sozusagen und bin davon nicht mehr losgekommen. Und dann ging es von meinem Theater Abtenau als Mitglied, ging es dann steil bergauf, kann man sagen, oder es hat sich jedenfalls meine Tätigkeit im Theater sehr schnell weiterentwickelt. Einerseits als Schauspielerin, die dann aber sehr schnell Engagements in Salzburg und darüber hinaus bekam. Dann habe ich auch aus der Notwendigkeit heraus begonnen zu inszenieren. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben dann Preise bekommen. Ich bin von da aus dann ans Landestheater engagiert worden. Der Lutz Hochstrate war damals noch Intendant und hat mich an sich vom Fleck weg engagiert und gesagt, Sie können morgen bei mir anfangen, was ich dann auch getan habe. Ich war dann wirklich am nächsten Tag im Landestheater und habe gesagt, so jetzt stehe ich da und habe dann als Regieassistentin dort begonnen. Die Fortbildungen habe ich dann an sich schon begleitend, aber ganz vieles tatsächlich auch hinterher dann gemacht. Ich wollte dann wissen, was ich da eigentlich mache. Also ich habe mir zu meiner Tätigkeit, die ich aus der Intuition heraus, aus der Begeisterung und Liebe heraus gemacht habe, dann hinterher den theoretischen Hintergrund geholt. Habe natürlich in meiner Zeit am Landestheater sehr viel gelernt. Also ganz viel Learning by Doing oder autodidaktisches Learning und dazu dann aber auch theoretisches Lernen. Was mich dann auch
auch über meine Tätigkeit. Ich war dann in vielen verschiedenen Theatergruppen, eben als Regisseurin tätig, habe viel auch als einfach als Hobby-Schauspielerin in Gruppen gespielt. Und das hat mich dann in die Funktion im Amateurtheater gebracht, im Amateurtheaterverband, wo ich zuerst einige Jahre als ehrenamtlich tätige Obfrau unterwegs war. Und dann hat sich 2010 eine Umstrukturierung im Verband ergeben. Wir hatten ja bis dahin ein Büro im Amt der Salzburger Landesregierung. Das wurde dann ausgegliedert. Und dann ging es darum, jetzt brauchen wir eine hauptamtlich angestellte Geschäftsführerin. Wir brauchen auch ein Büro, wir brauchen eine gesamte neue Infrastruktur. Und das war dann eigentlich meine Starttätigkeit als Geschäftsführerin, den Verband praktisch neu zu strukturieren. Das war dann 2010, 2011, das neue Büro einzurichten und so weiter. Und seither bin ich auch eben aus dieser Notwendigkeit heraus hauptamtlich angestellte Geschäftsführerin. Und ich habe dann meinen früheren Beruf schon vorher aufgegeben, weil ich gesehen habe, ich bin eigentlich in der Kultur zu Hause, habe dann viele, viele internationale Festivals als Schauspielerin besucht und diesen internationalen Austausch sehr, sehr lieben gelernt. Und siehst du dann jetzt eine Veränderung in der Kulturarbeit im Land, seit es jetzt auch mit jetzt dem Amateurtheaterverband jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren, weil es waren ja auch doch einige Umschwünge in der Politik? Na, es ist so, also die Politik hat jetzt den Amateurtheaterverband nicht wirklich so stark beeinflusst. Unsere Aufgabe ist es schon, mit den Politikern, die dafür zuständig sind, gut zu kooperieren, denen die Theaterkultur so sehr ans Herz zu legen, dass sie es auch sehen, ja, Förderung von Kultur am Land, Förderung von Amateurtheater, von Kinder-Jugendtheater ist wichtig. Das ist unser Job und bisher hat das auch funktioniert. Zurzeit mit dem Landesrat Schellhorn sind wir natürlich glücklich. Der liebt die Kultur im Land. Das merken wir, das freut uns. Der besucht unsere Festivals, der versteht, was hier eigentlich abgeht. Das ist sehr, sehr erfreulich. Zum Glück haben wir die Erfahrung, dass jemand das nicht versteht, bisher nicht machen müssen. Es ist immer unsere Aufgabe, mit den Herausforderungen, mit der Zeit mitzugehen und nach Möglichkeit nicht hinterherzulaufen, sondern zu schauen, was wird wohl in den nächsten Jahren wichtig und notwendig sein. Und wenn Sie jetzt so, Sie kümmern sich ja um Stadt und Land, gibt es dort Unterschiede? Tun sich Amateur-Theaterverbände zum Beispiel auf dem Land schwerer als in der Stadt? Oder? Interessanterweise ist es eher umgekehrt. Die Amateurtheater am Land wachsen ja wirklich aus der Bevölkerung heraus. Amateurtheater bedeutet ja nichts anderes als außerberufliches Theater. Oder wenn man es wörtlich nimmt, dann ist das Liebhabertheater. Und das sind die, die das Theater wirklich lieben, die einfach aus diesem Grund spielen. Und die nehmen jetzt in Landgemeinden, wo so jeder jeden kennt, natürlich das Publikum auch mit. Hier funktioniert die Mundpropaganda ganz fantastisch. In Städten, in der Stadt Salzburg als Kulturstadt, hat man es vom Spielplan her relativ schwer, das muss man wirklich sagen, weil hier die Konkurrenz natürlich gigantisch ist. Wenn man die Spielpläne, Kulturpläne in der Stadt Salzburg ansieht, dann sieht man, diese Menschen hier, die Bevölkerung Salzburgs ist wirklich verwöhnt, hier spielt sich unglaublich viel ab. Aber das bedeutet auch, dass die Kulturschaffenden, und das sind jetzt nicht nur die Amateurtheater in der Stadt, das sind ja auch die großen Theater in der Stadt, wirklich sehr, sehr um ihr Publikum kämpfen und werben müssen. Also eigentlich ist es am Land durchaus leichter. Und von den Fördergeldern wird es dann auch gleichmäßig verteilt von Stadt und Land, wenn jetzt doch die Stadt mehr Probleme hat als das Land? Oder? Großartige Frage, denn das wäre es eigentlich. Ja, die Fördergelder konzentrieren sich auf die Stadt, das ist klar.
die Salzburger Festspiele, wie viele Millionen sind das? Ich denke, ungefähr so viele Millionen, wie der Amateurtheaterverband Tausende bekommt. Amateurtheaterverband hält zurzeit mit der Sondersubvention, die wir dazu bekommen haben für das große internationale Festival, halten wir jetzt bei 82.000 oder 83.000, damit man da ganz korrekt ist. 83.000 im Vergleich zu, ich glaube wirklich, 68 Millionen oder so. Ja. Klar, da ist ein gigantischer Unterschied. Der Unterschied der Kosten für eine Produktion liegt an den menschlichen Ressourcen. Theater ist noch einmal eine personalintensive Tätigkeit, personalintensiver Wirtschaftszweig. Und Amateurtheater heißt, hier spielen Schauspielerinnen und Schauspieler ohne Bezahlung. Und daher fällt dieser riesige Budgetposten weg. Was im Amateurtheater dann bleibt, sind natürlich die Erhaltung der Häuser, Betriebskosten und so weiter oder tatsächliche Haltung, Miete, dann auch die Unterstützung mit professionellen Kräften. Der Amateurtheaterverband unterstützt, er subventioniert ja nicht Gruppen, wir können ja nicht einfach das Geld verteilen, sondern mit diesem Budget, mit diesen 84.000, wie es jetzt ist, für nächstes Jahr sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass es eine große Erhöhung gibt, weil eben auch die Mitgliedsgruppen so sehr angewachsen sind, die Zahl der Mitgliedsgruppen. Aber mit diesem Budget müssen wir ja die Geschäftsführung, das Büro hier, die Bibliothek, die gesamte Infrastruktur finanzieren und dazu dann, das heißt bei uns Theaterwerkstätten, und das sind alle diese Fortbildungen. Und diese Fortbildungen bedeuten auch, dass wir die Gruppen unterstützen, damit sie sich professionelle Regisseure, Bühnenbildner, Lichtdesigner, Beleuchter und so weiter engagieren können, weil das steigert die Qualität natürlich am allermeisten. Und hier ist es so, mit der Erhöhung der Subvention, auf die wir sehr, sehr hoffen, können wir diese Unterstützung dann auch an mehr Gruppen ausgeben, die Unterstützung auch erhöhen, damit man sich hier dann wirklich viele professionelle Theaterschaffende dazu engagieren kann, um das Amateurtheater, um den ehrenamtlich tätigen, außerberuflichen Schauspielerinnen und Schauspielern dann bestmögliche Bedingungen zu ermöglichen. Ja. Hast du so bestimmte Wünsche, was du dir für die Zukunft vorstellst? Oder? An sich Wünsche zu haben, ist ja immer legitim. Mein Job ist es aber, Wünsche entgegenzunehmen und die dann bestmöglich zu erfüllen. Dass ich jetzt natürlich sage, ja, mein Wunsch ist eine Subventionserhöhung, klar, ist Tatsache, muss man jetzt nach all dem nicht mehr unterstreichen, denke ich, denn tatsächlich geht es darum, das ist eben auch so, dass Geld eine große Rolle spielt. Ein Wunsch, und da bin ich auch optimistisch gestimmt, ist natürlich, dass die Begeisterung von Menschen, die wirtschaftlich hier unglaublich eingespannt sind, das ist ja heute nicht mehr wirklich so, dass man einfach einen 40-Stunden-Arbeitstag hat, Arbeitswoche hat, sondern sehr oft sind Leute in ihrer beruflichen Tätigkeit unglaublich eingespannt, um sich ihren Job überhaupt zu erhalten. Aber dass es das politische, gesellschaftspolitische, wirtschaftliche Umfeld im Land weiterhin ermöglicht, dass Menschen dieser Begeisterung nachgehen, dass Energie übrig bleibt, um danach dann noch am Abend 3 Stunden, 4 Stunden Proben zu bewerkstelligen. Das ist auch ein Wunsch, weil das kann ich als Wunsch formulieren, weil das kann ich nicht machen. Das ist nicht in meiner Hand. Aber das ist ein Wunsch, den wir natürlich haben. Denn die Begeisterung der Menschen, Kultur zu machen, ist ungebrochen. Das ist das wirklich das Erstaunliche. Das macht auch ein Amateurtheater von der Qualität her so gut, weil
das Menschen sind, die nicht hergehen und sagen, naja, hier muss ich eben meinen Job abliefern oder so, sondern die machen Theater wirklich nur deshalb, weil sie das unbedingt machen wollen. Das sind alles Nettozahler. Und wenn wir das ermöglichen können, wenn wir einen guten Rahmen geben können, dann bringen wir ja mit dem Amateurtheater etwas in die Gesellschaft ein, was man, glaube ich, mit anderen Mitteln nicht reinbringen kann. Dieses Bewusstsein, das Auseinandersetzen mit Literatur, das bewusste Agieren und bewusste Reagieren, bewusste Aufeinander zugehen, das sind ja Dinge, die gesellschaftspolitisch von ganz, ganz großer Bedeutung sind. Ihr Lieben, ihr habt es gehört, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal umzuhören, welches Theater wo gerade eine Aufführung hat. Bis bald!